kurz vor, wer seid ihr, was macht ihr, wo habt ihr angefangen? Erzählt kurz die Geschichte eurer Karriere und eurer Businessfelder, die ihr so mittlerweile alle begangen habt. Wenn der Refrain vorbei ist, irgendwie, habe ich sonst normal im Original 8 Takte und dann habe ich es mal geschafft, da 16 Takte draus zu machen. Interessant, Ihre Beobachtungen über das Geschäft mittlerweile, insofern, als dass Sie eigentlich sagen, auch das, was viele andere sagen, es geht darum, wenn dein Produkt gut ist, dann musst du, es reicht nicht, dass dein Produkt gut ist, du musst es auch dementsprechend an den richtigen Mann bringen und du kannst sehr, sehr, sehr viele Fehler machen. Aber sie trainieren eben auch dazu, dass das in Zukunft übers Internet funktioniert und die physischen Tonträger dahin gehen und auch die GEMA in früher Zukunft da niedergehen wird. Und haben heute Morgen eine Beschwerde wegen Lärmbelästigung in der Nacht erhalten. Ich würde sagen, Köln ist abgegrast, wir sollten gehen. Wanderheuschrecken. Rockriss auf dem Weg nach Duisburg, um ein Interview mit The Kleins zu machen. Sehr geile Band. The Kleins stecken in einer Vollsperrung hinter Trier und können leider den Termin nicht wahrnehmen. Wir können das auch nicht anders deichseln, da wir morgen einen Termin um die Mittagszeit bei den Elektroboys in Schwalmstedt haben, im Norden Hessens. Jetzt von Duisburg darunter gurken. Inwieweit wir das nachholen, sind ja 2-3 Interviews ausgefallen. Sagen wir es mal professionell, wenn das Postproduktionsbudget das hergibt, dann können wir das nachholen. Ansonsten werden wir das vielleicht über ein paar Audiomitschnitte machen, Telefoninterview oder sowas. Das müssen wir jetzt mal gucken, wie wir das hinkriegen. Keep on trucking! Und einen Kaffee. Das mit der Stunde wird gehen, mit dem Kaffee, das wird schwierig. Ei. So ist es. Der Trucker von heute wird wirklich nicht mehr geflasht. Mann. Das schöne Hamburgussein ist ja, dass man es auch. Sagen wir nicht nein. Hey, guck dir mal dieses Teil an. Zum Beispiel eine meiner Lieblings-Samphir. Samphir. Das ist der beste Panflötenspieler. Panflötenspieler? Nee, nicht Harfe. Panflöte. Panflöte. Der beste, den es je gegeben hat. Ella und Louis Armstrong. Ja, wie Moment mal, wie alt ist die denn? Ich liebe sehr viel Klassik. Mhm. Und aber auch solche Sachen. Ich habe chilenische Revolutionsmusik da, nicht? Vom Allende und solche Sachen alle. Ich habe Schallplatten bei mir im Zimmer, ein paar Meter. Ne? Das ist mein absolutes Lieblingsstück hier. Eastworld. Den gibt es leider nicht mehr, der ist mit 8 oder 39 Jahren gestorben. Eastworld am Sack. Das war's. Geh mal ein. Kein Sinn mehr. Sachen gekommen, so weit gekommen und dann ein 22 Tage Arbeit kaputt. Ein Tastendruck und alles ist am Ende. Alles ist am Ende. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Was soll man machen? Sag mal, auf deine Mutter gehört. Ich gehen gesehen. Hat reicht nicht gehen gesehen. Hat keinen Sinn mehr. Ich fahre mit dem Bus in den See rein. Wir stellen ein Kreuz auf. Hier ruht Rock the Beast, das war der falsche Tastendruck hat alles ruiniert. Nee. Wir machen es wie bei Sparta. Sie stellen eine Tafel auf. Wanderer, der hier vorbeikommt, siehe hier starb Rock the Beast. Passiert! Auf dem Weg nach Schwalmstedt, um die Electro Boys zu interviewen. Wir passieren gerade den wunderschönen Edersee, wo wir des Nächtens den Bernd getroffen haben.
Hochinteressanter Mann, im gesetzten Alter, 30 Jahre Segelflieger, beherbergt einen hervorragenden Schnaps, den wir fast bis zur Gänze geleert haben. Und der eine super geile Jazz-Sammlung dabei hatte. Tja, und jetzt fahren wir. Es gibt keine Restalkoholproblematik. Nein. Ja, jetzt fahren wir nach Schwalmstedt zu den Elektroboys, haben um 14 Uhr ein Interview. Kann ich mal kurz alle in die Kamera gucken? Wir sind die Electro Boys and we rock the biz. Yes.